Ja, will ich mir auf jeden Fall diesmal dieses andere Gemälde anschauen. Mal gucken, ob es da wirklich. Oh, warte mal, habe ich da gerade die Metal Cap gesehen? Ne, war nur eine normale Borg-Statue. Ja, ich denke, da wird es Venge Cap-mäßig was geben, oder? Was sagt das Schild? Ah, okay, wenn ich den Schalter drücke, habe ich 120 Sekunden Zeit, um Gitter zu öffnen. Der Pfeil zeigt irgendwie ganz komisch hier in die Ecke. Kann ich da jetzt reinspringen oder nicht? Will ich wissen. Hä? Ja, so, ich kann es ändern. Ja, hier ist eine Animation, wie geil. Aber in welche Richtung brauche ich das? Ich weiß es noch nicht. Ich habe es einfach mal irgendwie eine Kombination gemacht. Die Frage ist, wo ist denn die Stelle? Oh, habe sie, glaube ich, gefunden. Und da ist wirklich der blaue Schalter. Habe ich das jetzt genauso geöffnet, dass ich da wohl rankomme? Perfekt. Im Wandsprung. Let's go. Haben wir den schon jetzt abgehakt? Haben endlich alle Schalter damit und können richtig gut leben. So, wo geht's hier? Tunnelmäßig hin oder nach oben? Ah, Wasserstand erhöhen. Wie ich das jetzt machen? Weiß es nicht. Was soll ich so an die Vanish Cap ran? Oh, ich weiß noch nicht so ganz. Kann ich irgendwie wieder zurück? Oh, jetzt habe ich auch alles geflutet. Das ist nicht so geil. Kann ich das irgendwie wieder senken? Oh, ich finde aber die Welt gerade irgendwie sehr interessant. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwas werde ich doch machen können. Ich schwimme jetzt einfach mal hier entlang. Da kann ich wieder Wasserstand nach unten setzen, ne? Aber muss ich dann nicht mit Metal Cap ran, sondern wenn der Wasserstand so weit unten ist? Hat er jetzt sogar die richtige Kombination? Ja. Das ist ein Blöcke erschienen. Okay, ich komme da hoch. Jetzt einfach mal hier einen Wandsprung auf die Kisten. Dann kann ich hier relativ easy den Stern abholen. Okay, es war mit Wasserstand gebaut. Der Old Sunken Switch. Ich habe noch nicht den ersten Stern geholt, aber ich mache das jetzt kurz mit der Vanish Cap hier. Der Stern müsste auch relativ schnell machbar sein. Nämlich nur hier schnappen und dann renne ich jetzt einfach mal, dass ich das nach da hinten zum Stern schaffe. Wird schon klappen. Nur die Wandsprünge müssen jetzt hier gelingen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wirklich Zeitlimit, mehr als keine Probleme. Vanish Cap One Fourth Deceivers. Boah, keine Ahnung, wo hier der erste Stern eigentlich sein soll. Ah, da oben ist auch noch mal was. Und da ist ein Stern. Und wie mache ich das? Achso, mit Wasserstand wahrscheinlich, oder? Ich denke, dass ich das irgendwie mit dem Dreisprung jetzt schaffe. Nee, ich rutsche da auch sofort. Also gar keine Chance. Ich glaube, es gab auch beim Gitter doch hier noch eine Kombination, wo ich nach hinten komme. Ich muss nur das Richtige öffnen. Nee, dann ist wieder hinten zu. So müsste es sein. Genau, in den Tunnel möchte ich nach hinten gehen. Vielleicht ist da noch was. Oh, muss ich das Wandspringen hochschaffen? Ey, da komme ich nicht mal ansatzweise ran. Oder so? Ja, tatsächlich. Und da ist einfach easy, einen Stern abzuholen. Try out the gate control. Red Room Flute Straits. Ja gut, also haben wir jetzt eigentlich den ersten Stern gefunden. Dann war es der Grat. Und ja, roter Raum fluten, das müsste ich hinbekommen. Ich kann jetzt wirklich einfach zum Stern hinschwimmen. Das wirkt irgendwie fast schon zu einfach. Aber wird wohl genauso der Way to Ghost sein. Krass, okay. Haben wir die Welt wirklich schnell abgehakt? Und wir haben jetzt auch nur noch hier die Tür mit der 14 auf, wo wir wohl in den letzten Bereich kommen. Wow, da kann man einfach durchgehen. Da scheint es wieder so Boss-Key zu sein. Eine Röhre, was ist hier oben? Ja, eindeutig mit Wandspringen hoch. Ist wohl wieder eine extra Stage vielleicht. Alle Caps haben wir auf jeden Fall. Guck mal, was da drin ist. Einfach ein Stern geschenkt? Das wirkt so einfach. Oh mein Gott, der ist einfach abgehauen. Ja, als ob ich den jetzt echt so verfolgen muss. Okay, das ist irgendwie cool. Und das ist jetzt ein ganzer Parcours oder was? Nein, bloß nicht unterrutschen. Nein, nein, lieber einen Lavatreffer nehmen. Alles gut. Ja, ich denke, ich werde den ganzen Parcours halt einfach nur machen müssen. Hey, ich war gar nicht tot. What the hell? Ich habe nur kurz das nichts berührt. Coole Idee. Ey, man denkt wirklich, man hat kurz diesen Stern einfach easy abgehakt. Nee, war nicht so. Aua. So, diesmal nicht hier irgendwie runterfallen. Ich habe ja auch Zeit. Das ist ja kein Zeitlimit. Der haut ja so immer ab. Ich muss mich ja nicht irgendwie beeilen. Schön das ganz gut machen. Junge, was soll ich da machen? Ey, Dreisprung oder wie? Probier's mal. Ich hoffe nicht, dass da direkt Lava hinten ist. Nee, zum Glück. Jetzt hier einen Wandsprung und dann irgendwie darüber. Ja, let's go. Klappt. Oh, da ist jetzt aber Lava. Da muss ich aufpassen. Aber einfach den Rutscheffekt nutzen. Und haben wir es auch endlich geschafft. Let's go. Cooler Stern. Ihre versperrt irgendwie hier den Eingang. Das sieht wieder nach Bowser-Level aus. Ich schau mal. Es gab hier, glaube ich, genau da ein Gemälde. Dann mache ich das jetzt einfach mal als nächstes. Den Lava-Level oder was? Kurs 5 auf jeden Fall. A Ride on the Aero-Plattform. Ampersand Furnace. Oder, das ist eine Sandlava-Welt, glaube ich. Okay, coole Verschmelzung. Direkt mal den blauen Schalter auch. Ja, direkt mal holen. Oh Gott, ich muss hier Lava-Treffer nehmen. Aua.
Aber ich gehe schon hin. Wir haben irgendwelche mehreren Räume, die mit Schildern auch, ja, kennzeichnet sind. Das hier, achso, soll Nessie darstellen. So, natürlich direkt mal die 100 gelben Münzen als erstes abzugrasen. Dann haben wir das hinter uns. Dann mal schauen, welchen Raum ich da als erstes gehe. Ich also schön immer die Münzen am Eingang schnappen. Es sind immer 5 Stück. Hier ist sogar noch ein Münzkreis. Läuft doch. Ja, dann gehe ich immer in den Sniffles-Raum. Einfach weil hier noch meine 5er Reihe ist. Die Tür ist bestens das. Aber wird mich schon nicht umbringen, oder? Nee, scheint richtig zu sein. Ich bräuchte noch 7 Münzen. Wird mir doch gerne das Game geben. Am Ende hole ich es mir durch die Sniffles. Aua. What the hell? Das killt instant. Ah, ich werde durch du vor die Tür rausgelassen? Und ich verliere mich mal mit meinen Münzen. Lol, das ist echt angenehm. Soll das hier heißere Lava darstellen? Oder wie darf ich das verstehen? Ja, ich brauche unbedingt noch Coins. Ja, ob ich die durch die Sniffles bekomme tatsächlich. Gefährlich. Ja, 2 Gegner noch. Ich habe aber, glaube ich, noch 2 übrig, genau. Let's go. Wir haben ihn schnell ausgelöst. Dann haben die 100 gelben Münzen direkt mal abgegrast. Also wirklich mittlerweile in dem Hack sind die 100 Münzen wirklich einfach sehr angenehm. Schon fast eine der spaßigsten Sachen am Anfang einer Welt. Einfach die Münzen kurz sammeln. Oh mein Gott, da wäre noch eine 5er Reihe gewesen. Irgendwie habe ich gedacht, dass hier jetzt instant der Stern sein wird und nochmal einige Gegner. Aber ich weiß auch ganz genau, warum der Sniffles genommen hat, weil da kriegt man immer so bösen Notpack von denen, dass man schön runterfällt und halt in diesem Fall instant down ist. Genau deswegen. Aber auch ein bisschen weird vom Entwickler. Er hat extra eine Lava programmiert, die halt einen instant killt, du Drecksack. Anstatt irgendwie sowas wie Treibsand oder zu nehmen, wo halt einen instant killt oder einfach nichts. Nö, einfach eine Lava, einfach komplett neu programmiert. Okay, das war der Bullet Hell. Der Name tritt ganz gut zu der Mission. Oh, Aero-Plattforms, keine Ahnung, welchem Raum sich das halt befindet. Ich gehe mal zu Nessie, ich hab Bock, schauen, was mich da erwartet. Lakito, no, 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 gar keinen Bock auf dich. Muss ich irgendwie getroffen werden von dem Dumm. Könnte ich jetzt Nessie sein? Ah, das sind Red Coins. Und ich glaube, Nessie hat sich ein bisschen verändert. Ja, Lava Nessie. Aber ich werde sie wohl diesmal nicht steuern können, stand da. Aber dafür ist sie um einiges schneller. Oder? Ja, ich merk's gerade. Hilfe, ist die Lava jetzt auch wieder Instant Kill? Ich hoffe es nicht, um ehrlich zu sein. Ach Gott, wie ich die Red Coins auch noch verpasse. So, zumindest die zweite. Ist die dritte. Der Rundkurs ist auf jeden Fall ein bisschen kurz. Das passt schon dann. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich krieg gar nichts mehr, oder was? Okay, die vierte, die Hälfte habe ich. So, Runde 2. Jetzt die restlichen Münzen abholen. Nummer 6. Ja, da ist Nummer 7. Wo ist Nummer 8? Hallo? Oh, ich habe mich irgendwie übersehen oder sie hat gerade nicht angezeigt. Es sind doch alle Münzen hier im Lavasee. Aber da oben wäre ja auf jeden Fall noch was. Also werde ich mir das wahrscheinlich als nächstes mal anschauen. Why the Ancient Beast for 8 Red Coins. Genau, den Weg hier. Wird mich wahrscheinlich auch noch irgendwie zum Stern bringen. Ist sehr wahrscheinlich. Oh ja, direkt abholbar. Let's go. Herzen. Oh mein Gott, der will, dass ich an der Lavawand da springe und an den Stern lande, oder wie? Das muss First Try werden, komm schon. Hä? Nee, das schaffe ich ja nicht mal ansatzweise. Oh doch, oh mein Gott, doppelt gebounced. Let's go, First Try. It is about burning. So, und gehen wir einfach mal hier in diesem Lava-Symbol rein, auch wenn irgendwie alles hier mit Lava zu tun hat. Da ist ein Stern einfach im Nichts. Oder instant. Oh, hey, der ist hinter der Wand. Hallo, komme ich irgendwie an dich ran? Ich dachte schon gerade was. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie so eine Art Teleporter, wo ich dann da rankomme. Kann ich mir anders nicht vorstellen. Oder doch hier die Pfeilplattform. Okay, das ist die hier. Ich sehe nur fast gar nichts. Mach mal Mario Cam an. Dann da irgendwie durch navigieren. Alter, ich kann ja auch so schräg gehen. Warte mal, das ist aber nicht im Original, oder? Ich habe die echt lange nicht mehr benutzt, die Plattform. Aber es wird mich sehr stark wundern, dass man da auch so seitwärts gehen kann, also wirklich sehr stark wundern. Aber ich glaube, das ist wirklich neu, aber es ist eine kurze Mission, gefällt mir. Fireball, Show the Way. Das sieht doch genau nach dem Stern aus, wo eigentlich diese Tür darstellen soll. Aber eins wundert mich dann schon. Es gibt ja nochmal einen Stern hier und ich habe jetzt bei dem Bullet Ray oder was das war, nur einen bekommen und den anderen allen, es sind jetzt anscheinend 2 Sterne. Hab ich da jetzt irgendwas verpasst? Und wie soll ich denn völlig ausweichen? Ich renne einfach durch, wie ein Verrückter. Oder, ah, so an der Seite oder was? Ja, wenn ich ganz knapp an der Seite stehe, werde ich nicht getroffen. Aber trotzdem wegen dem Springen halt sehr gefährlich. So, schön weiter an der Seite chillen. Oh mein Gott, diese Spinne. Okay, da ist der Stern direkt. Sehr gut. Was sollen die Münzen darstellen?
Ach so, dass ich da Wandsprung machen soll. Oh Gott, schon ausgewichen. Let's go. Und wir haben einen Stern. Das war auch genau den, wo ich machen soll. Und wo ist denn der letzte in der Welt? Reckless Rage Attack. Ah, okay, es ist nur in der letzten Mission möglich. Don't break in my house, you idiot. Das ist meine Höhle, also verpiss dich. Ja, dann sag mal, wo du bist, würde ich sagen. Oh, da in der Mitte. An diesem Lavasee. Versucht abzuhauen, aber keine Chance. Aber der Wickler ist ein bisschen kleiner als sonst. Die ganzen Türen sind auch zu, lol. Direkt der zweite Treffer. Kann man dich irgendwie finishen kurz? Komm her. Ja, in der Lava nicht. Okay, das wird's wohl gewesen sein. Mitten im Lavasee ist einfach auch der Stern. Wow, danke für gar nichts. Wir haben ihn aber.